Und bereits beim zweiten Heimspiel am dritten Spieltag wurde uns die Mutter aller Derbys geliefert, die Iserlohn Roosters, zu Gast am Westbahnhof nach den zwei Testspielen. Jetzt ging es um Punkte. Die Bude war voll. Natürlich alle Zuschauer gespannt auf dieses erste Derby nach 18 Monaten in einem Pflichtspiel. Und die Roosters kommen natürlich mit Bekannten, mit Terry Campbell hier, Radek Todt, Andy Pokorny. Und hier musste Radek Todt kurz getappt werden. Ja, und für Milan Figala, den schwerkranken Milan Figala, haben wir einen neuen Co-Trainer an der Bande. Risto Kurkin heißt der Mann und er unterstützt Jan Bender und ein weiterer Mann der Finnen Connection im Mosquito-Team. Ja, man wollte natürlich im zweiten Heimspiel nicht wieder ohne Punkte dastehen am Ende. Entsprechend konzentriert musste man zu Werke gehen. Die Iserlohn Roosters so ziemlich von allen auf den letzten Platz getippt. Ist natürlich für die Iserlohner unheimlich schwierig, so spät, wie sie die Lizenz übernommen haben, dort noch starke Spieler zu bekommen. Und auch dieser Herr natürlich unheimlich angespannt vor diesem ersten Spiel gegen die Roosters, Thomas Schiemann. Ja, das sind die Moskitos, die sich den Hähnchen aus Iserlohn stellen. Letzter Neuzugang dann bei den Roosters noch Leonid Tambiev, der zusammen dann mit Peter Roth und Alexander Kuzminski gekommen von den Capitals. Die erste Reihe der Roosters stellt, die durchaus gehobenes DL-Format auch vorweisen kann. Im Tor nicht Radek Todt, sondern der auch beim 4:0 Testspielsieg der Iserlohner gegen die Essener überzeugende Duan Derksen, gekommen von den Peoria Rivermen. Von ihm und von Radek Todt hängt natürlich sehr, sehr viel ab bei den Iserlohnern. Und wir werden die Saison verfolgen, wie das ausgehen wird. Auch in diesem Spiel wieder durch die volle Halle und durch die hohe Luftfeuchtigkeit draußen immer wieder Nebel und natürlich auch unheimlich weiches Eis. Aber das gilt für beide Mannschaften und darf natürlich auch keine Entschuldigung sein. Und die erste Chance für die Moskitos und Derksen kann nur erstmal abklatschen, aber zum Rebound ist keiner vorhanden. Ja, die Iserlohner begannen recht offensiv, was eigentlich nach dem Spiel in Iserlohn auch zu erwarten war. Hier bereits eine Chance. Aber man darf es auch hier wieder vorweg sagen, Jeff Sargent machte seine Sache wieder sehr, sehr ordentlich. Aber auch Duan Derksen hinterließ an diesem Abend einen ganz, ganz starken Eindruck. Und hier die erste Reihe der Iserlohner auf dem Eis.
große Chance für Kuzminski, aber kein Problem. Ja, die Essener spielten ein wenig sehr zaghaft nach vorne. Man hatte wohl so ein bisschen Angst, den Iserlohnern ins offene Messer zu laufen. Aber dafür muss man allerdings sagen, kamen die Iserlohner doch zu sehr, sehr vielen großen Torchancen. Im ersten Drittel bereits musste Dostajan einige Male wie hier eingreifen. Ob das richtige Mittel gegen die Iserlohner gewesen ist, ich weiß es nicht. Und Sie sehen es, die Chancen der Iserlohner im Minutenrhythmus. Kaum mal eine Essener Chance. Hier dazu noch die Unterzahlsituation. Andersen an der blauen Linie. Und wieder eine große Chance auf der anderen Seite, Dambijevs, aber auch die ersten Angriffe sahen dann zumeist so aus. Das war auch jetzt nur eine Entlastung. 10 Sekunden vor Drittelende. Aber damit konnten die Moskito-Fans mit Sicherheit nicht zufrieden sein. Die Iserlohner schon. Auch Greg Post sagte hinterher ganz klar, ein fast perfektes erstes Drittel aus Sicht der Iserlohner. Da kann man ihm nur zustimmen. Jetzt Überzahl der Moskitos. Die erste Reihe auf dem Eis, Savioki, Tikan, Sykra, Whiteman. Und dann ein Gestocher vor dem Tor. Da wird erstmal gejubelt, das rote Licht des Torrichters ging an. Daniel wird aber auch in den Torraum hineingestoßen und auf den Torhüter. Also ist er nicht der Verursacher. Dann sehen wir das rote Licht blinken. Und der Videobeweis wurde zu Rate gezogen. Peter Schlappke entschied auf Tor für die Moskitos. 1:0. Jarkko Savioki in Überzahl. Keine Proteste der Iserlohner. Ich denke, dieser Videobeweis, wenn er denn überall angewendet werden kann, ist mit Sicherheit eine gute Sache. In diesem Falle hatten wir Glück. Es wird auch mit Sicherheit das andere Mal so kommen, dass es gegen uns entschieden wird. Und dann die nächste große Chance. Tikan, ganz alleine, Sykra. Ja, die Essener waren jetzt einigermaßen im Spiel drin. Minutenlanger Druck. Die Iserlohner konnten sich kaum befreien aus dem Drittel. Nur ein ganz großes Problem. Hier wieder eine große Chance. Roman Melusin. Hatten die Moskitos, sie trafen einfach das Tor nicht. Entweder standen sie sich selbst im Wege oder trafen den Pfosten. Oder einfach Duan Derksen war im Weg. Verhinderte ein Tor. Wie hier Tikan. Und dann schießt er gegen den Pfosten. Was will man da noch machen? Und die nächste Chance. Und wieder Duan Derksen, von dem man eigentlich auch eine Leistung wie an diesem Abend nicht unbedingt erwarten kann oder soll. Er war auch in der Liga, wo er gespielt hat, nicht unbedingt einer der Top-Torhüter. Ich denke, er hat in diesem Spiel wie viele Iserlohner weit über die Möglichkeiten gespielt. Er war fast unbezwingbar wie eine Gummiwand, kam die Scheibe da immer wieder zurück.
Und die Iserlohner hatten sich dann irgendwann wieder gefangen. Der Druck der Essener ließ dann auch wieder nach. Ja, und dann mal eine kleine Auseinandersetzung. Thiel Fowler suchte da näheren Kontakt mit Geoff Sargent. Natürlich abgepfiffen. Und es blieb am 1:0. Ja, die Zuschauer noch sehr skeptisch hier. 1:0, das war nicht gerade ein Riesenvorsprung. Und die Moskitos kamen auf das Eis. Und man konnte bereits nach wenigen Minuten erkennen, man würde versuchen, dieses 1:0 über die Zeit zu bringen. Hatte man den Spielverlauf bis dato noch im Hinterkopf, konnte man eigentlich davon ausgehen, dass das nicht unbedingt die beste Taktik sein würde. Denn zu viele Chancen hatten die Iserlohner bereits. Und zu viele Chancen, so wie hier auch von Roman Melusin, wurden von Essener Seite vergeben. Wir hatten es gegen Nürnberg bereits erlebt. So ein Schuss, der kann auch nach hinten losgehen. Essener versuchten, das Spiel zu kontrollieren. Und wieder Derksen. Ja, noch waren es knapp 10 Minuten zu spielen. Joey Campbell hier mit einer guten Vorlage. Und der Druck der Iserlohner, der nahm auch jetzt zu. Henderson hier oben an der blauen Linie. Ja, und dann war die Scheibe plötzlich drin. Gar nicht mal ein richtig harter Schuss. Aber wie schon gesagt, lässt man die besten Chancen aus. Darf man sich nicht wundern, wenn der Schuss nach hinten losgeht. 1:0, das war kein Riesenvorsprung. Und wieder sehen wir zwei Essener Spieler hinter der eigenen Torlinie stehen. Und aus spitzen Winkel kommt Anderson frei zum Schuss. Ja, und da waren die Roosters plötzlich wieder im Rennen um 3 Punkte. Und hier sehen wir wieder eine Glanztat von Derksen. Er machte wirklich eine gute Partie heute Abend. Und hier vereitelte er gegen Martin Sucra. Wie so ein schwarzes Loch verschluckte er die Scheiben da hinten. Gegenzucht Iserlohner. Kempe, dem merkte man wirklich an, wie heiß er war. Lauffreudig, spielfreudig. Hier sehen wir es. Da läuft er rum. Nicht zu stoppen. Und dann ist die Scheibe drin. 56. Minute, Manuel Kofler. Zu diesem Manuel Kofler gibt es ja auch einige lustige Geschichten aus der letzten Saison, als er aufs Eis ging, wurde ihm nachgesagt, er sollte erstmal lernen zu stoppen, wenn er losläuft, weil er anfangs der Saison in der zweiten Bundesliga einige Spieler ungebremst in die Bande gerammt hatte. Jetzt schoss er sein erstes DL-Tor nach dieser tollen Vorarbeit von Terry Campbell. Ein bisschen Glück dabei, dass die Scheibe vom Schlittschuh abprallt. Direkt vor den Schläger von Kofler und ja, die Roosters führen 2:1. Ja, da stellte eigentlich nicht mal den Spielverlauf auf den Kopf, weil die Iserlohner hatten einfach bisher alles richtig gemacht, was sie richtig machen konnten. Man muss es einfach so direkt mal sagen. Ja, und die Essener, die mussten natürlich jetzt kommen. 3 Minuten hatten sie noch. Druck hieß jetzt das Mittel. Die Scheibe musste immer wieder Richtung Iserlohner Tor. Totsheim hier spielt die Scheibe tief, dann wird sie wieder abgefangen.
Blechton, Simon, Intranovo und Scott Pearson hält die Kelle hin. Die Saarlouner haben noch ein bisschen was gegen's Jubeln. Aber der Ausgleich war geschafft, 2:2. Da gab es auch dann für den guten Björn Derksen nichts zu halten. Scott Pearson mit seinem ersten Tor für die Moskitos. Und was für ein wichtiges Tor. Sehen wir es noch einmal. Intranovo legt quer und vom Schläger durch die Beine. Ausgleich. Ja, und es roch nach Penaltyschießen und hier auch nochmal ein klares Foul, 15 Sekunden vor Spielende. Aber kein Pfiff mehr. Stattdessen nochmal eine große Chance, eigentlich auch für die Iserlohner. Aber dann war das Spiel zu Ende. Es ging ins Penalty-Schießen. Und wenn man, wie gesagt, diesen Spielverlauf gesehen hat, konnte einem schon ein böses Schwanen. Ja, da werden die Torschützen noch nicht benannt, aber die Penalty-Schützen, sondern die Reihenfolge wird festgelegt und als erstes läuft an Todd Simon. Und der schießt mal eben ganz vorbei. Leonid Tambiews auf Seiten der Iserlohner. Ganz locker um Jof Sargent herum. Ja, die Iserlohner, die hatten jetzt nichts zu verlieren. Die hatten schon eigentlich mehr erreicht, als sie vor Spielbeginn glauben konnten. Martin Südmar, Endstation Derksen. Und da ist die Scheibe drin. Kuzminski, auch ganz locker. Ja, Jaakko Saviokki war jetzt schon unter Zugzwang. Und auch er schießt am Tor vorbei. Ja, die ganze erste Reihe der Iserlohner durfte ran. Als dritter Schütze Peter Rott. Aber diesmal Jof Sargent. Ja, und Esa Tikan musste treffen, sonst war dieses Spiel vorbei. Und ich lasse den Penalty einfach mal unkommentiert. Sie werden es ja sehen. Ja, der Mann des Abends, die Iserlohner, die wussten schon, bei wem sie sich zu bedanken hatten. Kommen wir zur Pressekonferenz nach dem Spiel im neuen VIP-Raum. Meine Damen und Herren, zur Pressekonferenz. Ich darf zunächst recht herzlich Herrn Voss begrüßen, den Trainer des Iserlohner EC, und ihm zu den 2 Punkten gratulieren. Und natürlich auch Herrn Wendler, den Trainer unserer Moskitos. Und zunächst wie immer das Statement des Gästetrainers zuerst. Guten Abend zusammen. Ja, ich glaube, das freut uns wirklich auf diese Derby. Wir haben das Gefühl gehabt, das hat uns dieses Jahr gefehlt. Wir haben gesehen, es war eine riesige Stimmung in der Halle von beiden Seiten. Und es ist ein Faktor für das Sportart unter der EA. Und dann haben wir Mercy Turtle ganz gut gespielt, mehrere Torchancen gehabt, gute Verteidigung gestanden. Und wir waren sehr zufrieden mit den ersten 20 Minuten, obwohl das steht nur 0-0. Und dann im zweiten Drittel haben wir eine ziemlich schwache Periode gehabt. Und Essen hat mehrere hundertprozentige Torchancen. Und das ist, wo Dwayne Dirksen hat wirklich gut gespielt und unsere Fehler ausgebügelt. Und dann im letzten Drittel sind wir wieder zurückgekommen, hatten 2-1 Führung gehabt. Und dann leider haben wir ein bisschen zu
taktisch gespielt, die letzten 2 Minuten. Und da mussten wir ein bisschen kluger sein und das zum Ende schalten, so wir können die Natur 2-1 Führung halten. Aber wir sind froh über jeden Punkt, besonders auswärts. Dankeschön.